Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einem Leckerbissen. Frankenderby, 1. FC Nürnberg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Der Ligaplaner hat sich nicht lumpen lassen. Heute zum 6. Spieltag, Freitag 18.30 Uhr, tüscht er das älteste Fußballderby Deutschland auf. Zur 271. Auflage treffen beide nicht aus einer Stadt kommen, wie Christian Fehl jetzt neulich auf seiner PK vermutete, diesen Klassiker auf. Ich habe mir sagen lassen, Nürnberg ist eine schöne Stadt. Heute leider ohne Bilder von mir. Es waren jetzt knapp 2 Stunden 45 von Leipzig hier nach Nürnberg über die A9. Zeitgleich spielt auch noch der FC Bayern München heute Abend gegen Leverkusen. Der Verkehr war pickepacke voll. Ich bin froh, erstmal pünktlich in Nürnberg zu sein. An der Messe geparkt für 5 Euro geht es dann hier durch so ein Waldstück in Richtung Stadion. Ja, ich sag mal, den Flutlichtmast, den sehe ich schon. Schauen wir uns hier noch ein kleines bisschen im Stadionumfeld um, bevor es ins Stadion geht. Und hier kann man sich auch nochmal wahrscheinlich die letzten verbliebenen Tickets für heute Abend sichern. Das Spiel soll heute ausverkauft sein. Maximale Pufferzone leider im Stadion. Es sind 3500 Gäste aus Fürth erwartet und natürlich maximaler Heimsupport der Klubberer. Ich bin echt gespannt auf die Stimmung. Ich hoffe auf eine geile Choreo von beiden Vereinen gern und ja, das Maximum an Tore. Der Einlass war unproblematisch, jetzt schon im Stadionumfeld direkt drin. Dieser Anblick hier für mich als Flutlichthaber ein absoluter Traum. Ich bin ready fürs Spiel. Let's go ins Stadion. Und damit herzlich willkommen aus dem Max Morlock. Die Fankurve hier hinter mir vom FCN natürlich schon pickepacke voll. Ich glaube, die haben heute ein bisschen was vorbereitet. Ich habe im Internet auch gelesen, wäre schön, wenn jeder eine halbe Stunde eher am Platz ist. Ich habe mich danach gerichtet, es kann losgehen.
Abseits, abseits, abseits. Raffin! Ach, du Scheiße. Ich habe jetzt leider überhaupt nicht mitbekommen, was hier los ist, aber Schiri rennt raus zum VAR. Scheinbar wird hier was Wichtiges überprüft. Kein Strafstoß. Oder doch Strafstoß? Auf der Leinwand stand gerade kein Strafstoß, aber es scheint Strafstoß zu geben. Rein, Junge! Komm schon! Was ist mit dem Halbzeitpfiff? Das 1:1 für den Club. Schon Rüssel aus dem Winterschlaf geweckt, würde ich sagen. Das war bisher nichts. Aber jetzt geht's weiter. Top! Nürnberg jetzt hier richtig stark. Ausgabe des Frankenderbys mit dem sportlich leistungsgerechten 1:1. Was hier in den Kurven los war, an Choreo, an Pyro, war sensationell. Eine glatte 10 von 10. Es war ein sehr geiles Erlebnis für mich. Für mich geht es jetzt wieder nach Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und ein Abo auf dem Kanal. Ihr wisst, ein Abo ist kostenlos, weil was kostenlos ist, kostet nichts. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis bald, euer Prelinio. Ciao.